Ja, guten Morgen, meine lieben Angelfreunde. Wie ihr seht im Hintergrund, die Sonne geht auf. Wir haben es so gegen 5.30 Uhr. Und ja, ich habe heute mal vor, ein bisschen an der Elbe zu fiedern. Und zwar ganz normal mit Maismade und Wurm. Ja, ob mir das gelingt, seht ihr wie immer in diesem Film. So Leute, als allererstes ganz klar rühre ich mal mein Futter an. Das ist ein Spezialfutter, gibt es noch nicht im Eimer, habe ich selber umgefüllt, wird es aber demnächst geben. Also, wenn ihr Bock habt, einfach Angelshop Zeitz anrufen. Da gibt es das gute Zeug. Oder halt, packe euch hier oben mal die Filmbeschreibung rein, was da alles dran ist. So ungefähr könnt ihr es euch auch selber nachmixen. So. Fangen wir mal an. Zack. Ihr seht schon, hier habe ich schon ein paar Würmer drin. Wer den Kanal regelmäßig verfolgt, der wird wissen oder beziehungsweise gesehen haben, dass ich hier eigentlich auf Waller war. Und ja, das sind also in der Nacht auf Waller und jetzt tagsüber will ich fiedern. Wie gesagt, müsst ihr einfach mal durchgucken. Irgendwo wird es den Wallerfilm sicherlich schon geben. Ja, das sind die Reste von den Würmern, die noch dran waren. Die schneide ich ganz einfach mal klein mit der Schere, also schiebe ich mir erstmal hier runter und dann kratze ich mir die richtig schön klein mit der Schere durch. Gibt es auch so Gemüsescheren hier mit mehreren Klingen, macht sich ein bisschen besser, habe ich jetzt nicht, geht auch so. Also das ist jetzt richtig schön, sieht richtig schön eklig aus, richtig schön klein geschnitten. Schere wasch mal ab. So, bin ich schon wieder im Eimer. Hier habe ich ein paar alte Garster, dann auch noch rein. Ein paar Maden, nicht zu viele. Und dann, bester Köder eigentlich überhaupt, der gute alte Dosenmais, mache ich erst. Machen wir aber erstmal das Futter dran. Oh, ich mache mir erstmal so eine halbe Schüssel voll. Oh, ich mache ein bisschen mehr. Sollte eigentlich erstmal ausreichen. Das riecht so lecker. Gebe ich mir gleich den Saft. Oh, ihr seht gar nicht, was ich hier rühre. Machen wir euch mal ein Stückchen runter. So. Habe ich mir hier gleich den Dosenmais mit Saft dran. Bisschen im Eimer. So, und dann Schluck Wasser. Am Fluss nehme ich es immer ein bisschen straffer, damit es im Korb drinne bleibt. Anders wie am stehenden Gewässer, da mache ich es so fein, dass es durchs Anziehen aus dem Korb rauskommt, dass der Köder quasi in dem Futterberg drinnen liegt, und am Fluss lasse ich den Korb voll, dass durch die Strömung, wenn hier quasi der Köder ist und hier der Korb, immer wieder Partikel am Köder vorbeitreiben, der Fisch da kommt, oh, da ist der Futterkorb, da muss ich hinschwimmen und findet dann im besten Fall mein Hakenköder. So, das Ganze rühre ich mir jetzt mal schön durch. Ja, wie gesagt, das Futter, das rühre ich ganz einfach aus dem Grund an, wenn Futter schon, also als erstes so ziemlich an, wenn Futter, ist nicht nur bei dem Futter so, sondern bei anderen Futtern so, wenn man das anrührt durch diese Feuchtigkeit, entwickeln sich halt einfach nochmal die Aromastoffe ein bisschen besser und es quillt doch nochmal ein bisschen durch. Also macht das gleich am Anfang. Gegebenenfalls seht ihr dann schon, ob es zu trocken ist. Man könnte das vielleicht noch ein bisschen nachfeuchten. Zieht das auf jeden Fall schön durch. Also hier seht ihr mal, haben wir eine schöne Konstanz eigentlich schon. Müsst ihr mal gucken, dass ihr wirklich alle Stellen erwischt, nicht dass ihr da trockene Stellen habt an einer Stelle und an anderen Stellen Klumpen.
Also das ruhig dann mal 2-3 Minuten länger rühren. Ich merke schon, es wird wohl für den Fluss ein bisschen zu trocken sein. Dann mache ich mir einfach hier noch so zwei Hände dran. Schüttel das nochmal durch. So, jetzt kann das ziehen. Und in der Zeit baue ich mir meine Ruten auf. So Leute, mein Tackle steht. Ich habe mir auch alles schön ordentlich hingestellt. Also unten klein mein Futtereimer, also wo das Futter drin ist. Dann mein Eimer, wo so mein Kram drin ist. Oh, ein paar Köder so. Und den Wassereimer habe ich mir direkt an diesen Tripod gehangen. Kann ich mal abmachen, kann ich mal richtig sehen. Habe ich mir direkt an den Tripod gehangen. Der steht auch wirklich gut. Also ich bin sehr begeistert von dem Ding. Hatte ich ja schon mal in irgendeinem Film. Müsst ihr mal durchklicken. Ja, wie gesagt, kein Hexenwerk, Ruten schön hoch, dass die Schnur schön aus dem Wasser ist, dass quasi, ihr seht ja schon, es war Hochwasser, es treibt viel Dreck rum, dass ich so wenig Schnur wie möglich wirklich auf dem Wasser liegen habe, dass die Schnur keinen Dreck aufsammelt. Deswegen Ruten immer schön hoch am Fluss, am Fließgewässer könnt ihr sie ruhig runternehmen, dass die Spitze keinen Wind kriegt, aber am Fluss, gerade wenn Hochwasser war, immer nach oben. Eine Rute habe ich vor, da so in dem Kehrbereich, und die andere lege ich mir dorthin, wo gerade dieser Fisch gesprungen ist. Habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht, ob es drauf war. Also eine Rute so an den Kehrbereich und eine Rute hier so weiter raus. Dazu habe ich ganz normale Fiederruten, eine in 3,90 Meter Länge und eine in 3,60 Meter. Die 3,90 Meter werde ich da draußen hinwerfen, also in diese Kehrströmung, und die 3,60 Meter hier so innen. So, dazu habe ich ganz normalen Feederboom auf meine Schnur aufgefädelt, auf meine Hauptschnur, durchlaufend, nicht abgestoppt dahinter. Ein 80 Gramm Futterkorb, in Gummi, der einen Wirbel schützt, ein Wirbel, und dann habe ich hier erstmal einen 8er Aalhaken drauf. Andere Montage ist identisch. So. Ihr seht, ist eigentlich leicht nachzubauen oder beziehungsweise eine leichte Art zu angeln. Jetzt werde ich mir ganz einfach mein Futter schön durchgezogen. Also so sollte es sein. Es klebt jetzt schön, und ja, für ein See oder für stehende Gewässer wäre es jetzt so zu feucht, aber für einen Fluss ist es optimal. Das bleibt schön im Korb. Ich muss jetzt bloß mal die Ruten tauschen. Die 3,90er will ich ja draußen hinlegen. Ja. Oben als Bissanzeiger könnt ihr ja schon hören, oder hört ihr schon die ganze Zeit. Schön nerviges Glöckchen, immer wichtig beim Fiedern. Aber gerade wenn man nachts mal auf Aal angelt oder so, also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das kennt, wenn ihr so einen Aalansatz macht und das Glöckchen dann andauernd geht, ob ihr das Glöckchen dann auch noch hört, wenn es schon ab ist. Also mir geht es so. Ich habe schon mit anderen Anglern gesprochen, denen geht es genauso. Also Aalglöckchen hört man noch, wenn es schon lange weg ist. So, wie gesagt, Futter ist fertig. Futterkorb drücke ich mir jetzt ganz einfach voll mit dem Futter. Am Fluss nehme ich hier mal eckige Futterkörbe, ganz einfach, weil die nicht das Rollen anfangen. So. Und ja, hier werde ich mir jetzt erstmal einen richtig schönen Tauwurm aufziehen, oder ich mache erstmal einen halben, mal gucken, wie die Fische so beißen. Zupfe ich mir einfach auseinander. Doch den Vorteil immer, wenn man einen Wurm auseinander macht, da treten natürlich schön die Geruchsstoffe aus, und ist es halt ein kleiner Happen, sag ich mal. So, also erste Rute ist fertig, die kann direkt ins Wasser. Also hier seht ihr nochmal, Würmchen, Hakenspitze schön frei, schön aufgezogen. Vorfachlänge sind so circa 70 cm, nehme ich am Fluss gerne so lang. Ganz einfach das
Futter treibt ja dann so schön lang. Ich versuche auch, am Fluss macht es zwar nicht viel Sinn, versuche auch immer die gleiche Stelle zu treffen, aber ungefähr so die Drehe, sagen wir mal. Futter treibt es ja sowieso weg. Von daher macht es am Fluss eigentlich nicht sehr viel Sinn, immer exakt die gleiche Stelle zu treffen. So. Jetzt lasse ich die Route ganz einfach. Also ich habe die jetzt ein bisschen über diese, also ich weiß ungefähr, wo die Kante ist, die Kante geworfen und halte die Route jetzt straff, also die Schnur straff, so dass es den Korb schön daran treibt. Korb liegt auch, wie gesagt. Ich bewege den im Fluss nicht mehr, ich lasse den einfach liegen. Freilauf ist offen. So, Spitze ein bisschen auf Biegung, zeige ich euch auch nochmal. Also die Spitze habe ich immer so ungefähr auf Biegung, so dass ein bisschen Vorspannung drauf ist und man gegebenenfalls auch mal sieht, wenn dann Fisch dran ist, der richtig zieht und die Spitze dann gerade ist, da weiß man, okay, hier war was. Und mit gegebenenfalls mal nachgucken. Auf der anderen Route wäre ich, ja, was werde ich denn da drauf machen? Mistwurm oder, ach, da machen wir einfach mal eine Mais-Made-Kombo drauf. Gucken wir mal, dass wir da verschiedene Köder am Anfang im Wasser haben und je nachdem, was dann besser beißt, würde ich eventuell beide Routen mit dem gleichen Köder machen oder mal sehen. Schauen wir mal, wie es läuft. Hier auch ganz normale Montage, also exakt die gleiche Montage wie auf der anderen Route. Auch einen 80 Gramm eckigen Futterkorb. Wurmhaken bzw. ein Aalhaken. Will hier nicht irgendwelche kleinen Blötzen oder was fangen, bin schon so auf Brasse. Oder Döbel, Flusskarpfen, Schonzeit von der Barbe ist auch vorbei, kann auch passieren auf Maismade, von daher alles tippidoppi. Kleine Plötzen und so können wir wieder im Winter fangen. Jetzt im Sommer, da wollen wir doch schon die etwas größeren Fische. So, also ich habe hier auch direkt zwei schöne Maiskörner dran gemacht, oben eine Made, unten eine Made, Futterkorb voll, hier auch Durchlauffiederboom. Und dann kann die ganze Sache ebenfalls raus. Ja, ein bisschen blöd gegen die Sonne so zu werfen, aber es geht schon. Hier habe ich gewartet, bis der Futterkorb unten angekommen ist. Gute, schöne Spannung. Freilauf auf. Also ich angle an der Elbe grundsätzlich beim Fiedern mit Freilauf. Viele machen das beim Fiedern nicht. Ganz einfach, gerade mit Wurm. Hier kann immer mal ein kleiner Welt oder irgendwas Größeres einsteigen. Und wenn ihr da nicht flink seid, da ist die Route oben in Hamburg irgendwo, eher da am Hotpot seid oder am Tripod in dem Fall. Ja, von daher dreht euch da entweder vorne die Bremse ein bisschen auf, dass der Fisch Schnur nehmen kann, oder benutzt halt Freilaufrollen, macht den Freilauf auf. So kann der Fisch ein bisschen nehmen. Und ja, ich setze mich hier eh jetzt daneben, aber trotzdem, manchmal ist man ja irgendwie beschäftigt oder hat gerade die andere Route in der Hand, so dass man nicht gleich rangehen kann. Und ja, wie gesagt, ich meine, das Ding, das steht recht fest, aber ein richtiger Fisch, ja, zieht die Rute rein. Gerade hier ist, könnt ihr mal hier vorgehen, ich hoffe nur, die Sonne blendet euch nicht zu sehr. Hier ist ja wirklich gleich, seht ihr da, volle Kante Strömung, wenn der Fisch dort reingeht, also da wird selbst eine 50er Brasse richtig kampfstark, ganz einfach, weil die Strömung so viel Druck hat, der braucht sich einfach nur querstellen, der Fisch. Und ja, wenn ihr dann den großen drauf habt, die Bremse zu ist, dann zieht ihr euch die Rute ins Wasser.
So, ich räume mal noch ein bisschen zusammen, hole mir mein Stühlchen runter und ja, wir sehen uns gleich. Ja, Leute, da haben wir schon den ersten Fisch. Das ging schnell, würde ich mal sagen. Gucken wir mal, was wir hier haben. Ah, eine Netz, herrlich. Na Leute, leider kriegt ihr den Fisch nicht zu Gesicht. Also ich wollte ihn gerade abhaken und beziehungsweise habe ihn direkt im Wasser abgehakt und ja, da war er fort. War aber auch bloß so ein kleiner Schniebelprassen, aber ein Schneider, der erste Fisch war da, Petri sag ich mal. So Leute, also gebissen hatte der Fisch auf die Rute mit dem halben Tauwurm. Ja, nach 10 Minuten, ersten Fisch, ist doch super. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel für euch, weil die Sonne jetzt so von vorne kommt. Könnte sein, dass das ein bisschen in der Kamera blendet. Ja, lässt sich nicht ändern. Ich kann die Kamera ja schlecht schnell bestellen. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. So, dann geht die Rute wieder raus. Also es war die Rute, die ich hier so in den Buhnenbereich gelegt habe. Aber auf der anderen Rute mit dem Maismade war gerade auch schon Bewegung, als ich die hier frisch gemacht habe. So, legen wir die Rute wieder ab. Freilauf auf. Und dann kann quasi der nächste Fisch schon kommen. Also ja, manchmal läuft es. Also Elbe ist ja, ich drehe ich mal ein bisschen weg von der Sonne. Ah, ist besser. Elbe ist ja immer so eine... Ui. Oh Leute. Da hängt der nächste Fisch. Ja, ich wollte gerade sagen, Elbe ist ja immer so eine Geschichte. Entweder es läuft, oder es läuft absolut nicht. Ja, und heute scheint es zu laufen. Ja, scheint ungefähr das gleiche Kaliber zu sein. Fisch Nummer 2. Hey. So Leute, diesmal seht ihr den Fisch auch. Also er hat ungefähr das gleiche Kaliber wie der andere, noch nicht zu groß, aber für 15 Minuten hier, zwei so eine schönen Kerlchens, ist doch top, was will man mehr? So Leute, wo war ich vom Fisch stehen geblieben? Also, ich glaube bei, ach ja, Elbe kann wirklich gut laufen, aber Elbe kann auch wirklich ein richtiges Arschloch sein, dabei ist schon wieder, aber heute... Wahrscheinlich so einen Tag erwischt zu haben, wo es gut läuft, weil zwei Fische in so kurzer Zeit, kann man sich schon drüber freuen. Ja, ich glaube, jetzt beißt es mal auf Maismade, wenn ich das richtig gesehen habe. Stelle ich mal ab. Ah, das sieht ganz danach aus. Aber ganz schön vorsichtig. Das ist schwierig, wenn man so gegen die Sonne guckt. Ah, die ist ja gleich rum und dann gucke ich hier schön. Ein Schatten, die kommt dann von so und naja, der Mais, also auf Maismade beißt jetzt. Auch hier auf Wurm auch. Ah, wenn es so weitergeht, dass es auf beiden Routen so gut beißt, da werde ich mal eine mit Pellet versehen, und zwar mit größeren, um da dann ein bisschen die größeren Fische anzusprechen. Aber wie gesagt, es ist früh am Morgen, da sind die Fische eh ein bisschen grilliger hier. Ich denke mal, so gegen 8 wird das abflauen und tagsüber dann weniger werden mit der Beißfrequenz und gegen Abend dann wird er ein bisschen mehr. Also das sind meine Erfahrungen an der Elbe. Ja Leute, und zum richtigen Elbeangeln gehören die Experten natürlich dazu. Der erste jetzt, ich hoffe, die werden jetzt nicht wieder zur Plage. Also die sind echt nervig, die Viecher. Ja.
Und immer dran denken, wenn ihr die fangt, Entnahmepflicht. Ja? Also nicht zurücksetzen, das ist eine Plage, die müssen einfach raus aus der Elbe. Und da sind wir als Angler in der Pflicht. Wir haben ja auch eine gewisse Pflicht zur Hege und Pflege der Gewässer. Sind wir als Angler in der Pflicht, uns mit um dieses Problem zu kümmern. Also raus aus dem Gewässer mit dem Zeug. Könnt ihr eigentlich auch, wenn ihr die köpft und paniert, die Därme also so einknickt, also den Kopf einschneiden, so einknickt und die Därme dann rauszieht, wenn ihr die schön paniert, sind die auch extrem schmackhaft. Also fahrt ans Wasser, holt die Viecher raus. Ah, nächster Fisch. Herrlich. Oh, ab. Ah, schade. Auch das passiert mal. Ah. Oh, hängt vielleicht nicht richtig. Bisschen Wurm hat er mir nicht lassen. Ich mache trotzdem ein neues Würmchen dran. Dann geht die Rute wieder raus. Ich denke mal, vom Gefühl her in der Rute war so die Größe wie die anderen. Und hier könnt ihr noch mal schön sehen. Also der Futterkorb ist noch halb voll. Da hat es schon ein bisschen rausgespült. Hier unten noch so ein Würmchen dran. Ja, und der liegt halt so im Wasser. Die Strömung kommt und ja, treibt die Futterspur natürlich schön an meinem Hakenköder vorbei. So soll es sein. Also das Futter hat die optimale Konsistenz. Auch ein paar grobe Partikel durch diesen Dosenmais, den ich reingemacht habe. Ja, und das scheint einen Erfolg zu bringen heute. Bis jetzt zumindest. Na Leute, Fisch im Drill. Herrlich, so macht Angeln noch richtig Spaß. Schöner Klodeckel, herrlich. Ah, die kann sich schon sehen lassen. Tippitoppi. Ja Leute, guckt es euch an, diese schöne Elbebrasse. Herrlich, oder? Also, kann es immer Schöneres geben? Einfach nur toll. Ah, jetzt hat es auch mal auf Maismade eingeschlagen. Nachdem jetzt drei Fische auf dem Wurm waren, noch einer verloren. Ja, obwohl hier war ja auch schon eine Grundel dran. Ist ja auch ein Fisch. Scheint ein guter zu sein. Auch wieder ein Brassen. Und schön. Ein schöner Wilder. An der Elbe sind die auch wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das von den Seen so kennt, wo die sich einfach so ranpumpen lassen, aber hier an der Elbe sind die auch wirklich agil, sag ich mal. Petri, eingenetzt. Ja, Freunde, hier ist das schöne Tier, auch wieder so eine schöne große, herrlich, oder? Macht doch Spaß so zu angeln. Leute, hey, gleich der nächste. Herrlich. Fühlt sich jetzt nicht allzu groß an. Ja, auch wieder eine Brasse, aber eine etwas kleinere. Oder eine Küster. Das sehen wir gleich. Jetzt erstmal gar keine Rute mehr im Wasser. Also hier kleine Küster, mal keine Brasse. Herrlich.
Ja, Leute, wie gesagt, in die Strömungskante rein, Schnur straff halten, rantreiben lassen. Da scheint sie jetzt zu stehen. Oh, da beißt schon wieder. Guck mal. Sieht doch cool aus. Ha! Oh, das scheint besser zu sein. Da steht auf jeden Fall gut in der Route. Aber meistens, naja, wird ein bisschen leichter. Meistens ist das, wenn die direkt in die Strömung gehen. Da ich ja an der Strömungskante angle, fühlen sie sich am Anfang immer richtig brachial an. Und dann seht ihr selbst, kann ich ihn so ziemlich ranpumpen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Da bleibt ganz schön unten der Kleine. So klein ist der gar nicht. Eingenetzt. Wieder ein schöner Brassen. Herrlich. So Leute, nicht ganz so groß wie die anderen, aber beim Angeln geht es nicht um die Größe. Beim Angeln geht es einfach nur um den Spaß. Und die machen wirklich gerade richtig, richtig Laune. Petri. Wenn es läuft, dann läuft. Guck mal, die Sonne ein bisschen rum. Können wir vielleicht ein bisschen was vom Fischdröhl sehen. Schön. Herrlich, ja. Guckt euch an, Leute. Herrlich. Wird ja richtig Trillfilm heute. Der andere Rute beißt auch schon wieder, also Wahnsinn. Also da eine Route geht auch schon wieder die Spitze. Das ist jetzt ein bisschen blöd mit der Sonne, also die steht jetzt hier so, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, die zieht gleich rum. Dann haben wir die schön drauf, dann werden die Aufnahmen vielleicht auch ein bisschen, was ist ein bisschen besser, sind ja eigentlich gut, aber dadurch, dass man die Sonne von hinten hat, ist es halt ein bisschen schattig. Ja, ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Aber ihr seht, es beißt. Ja, Leute, nächster Fisch. Absolut geiler Angeltag. Was will man denn mehr? Fisch auf Fisch. Noch alles ordentliche Größen. Das ist nicht, dass es beim Angeln mir jetzt auf die Größe ankommt. Das ist völlig ideal. Das ist dieser ganze Hype um ich habe den größten Fisch gefangen. Ist mir sowieso völlig egal. Ich habe einfach Spaß am Angeln. Petri. Next one, Leute. Es war alles Einheitsgröße, aber schön. Geil. So, Leute, dann werde ich mal die ganze Geschichte frisch machen. Und wieder auswerfen. Und mich hoffentlich bald über den nächsten Fisch freuen. Also ich werfe immer die Strömungskante an. Und dann seht ihr, wie die Schnur so ransackt. Schön an die Kante, die so ausgespült ist. Macht da gar nichts mehr. Macht die Rute auf Spannung. Freilauf auf. Und ja, kann quasi der nächste Fisch kommen. Nächster Fisch.
Petri. So, hier hätten wir dann mal wieder eine Güster. Also Güstern und Brassen geben sich heute die Klinke, nee, einen Haken ins Maul. Ja, herrlich. Toll, oder? Herrlich. Also beim Fiedern, das ist wieder ein absoluter Ausnahmeangeltag heute. Petri. Nächster Fisch. Ja, statt größer werden sie kleiner, aber das ist ja das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Das, was ich am Anfang gesagt habe, so in den Morgenstunden wird es gut laufen. Und ja, jetzt haben wir es so gegen 7:30, 8:15. Jetzt flaut das ab und gegen Abend sollte es dann wieder richtig losgehen. Jetzt am Tage wird zwischendurch immer mal was kommen, aber nicht mehr so wie jetzt am Anfang. Das ist jetzt ja wirklich super gelaufen. Also kann man sich eigentlich gar nicht besser wünschen. Also, der nächste Fisch im Drill. Also die Frequenz ist jetzt nicht mehr so ganz so hoch wie heute Morgen. Aber das habe ich euch ja gesagt. Also in den Abendstunden und in den Morgenstunden läuft sie einfach besser. Aber hin und wieder kommt mal einer vorbei. Ah, schöne Güster. Ja. Eingenetzt. Ah, ist das schöne Tier. Läuft. Das läuft halt wie ein Länderspiel, Leute. Oh, noch eins in Kopfpflege.
wieder schöne Brasse, herrlich. Petri. Wieder so ein makelloses Tier, herrlich. Leute, die hat sogar gegrüßt. Habt ihr gesehen, wie die Flosse gehoben hat? Wahnsinn, ich habe gerade frisch ausgebracht. Steht gut drin. Also ich vermute mal, dass es eine Brasse ist. Ich habe gerade frisch ausgeworfen. Zack, hing der nächste Fisch. Ja, schöne Brasse wieder. Oh, ab. Schade. Ja, Leute, absolutes Frequenzangeln heute. Herrlich. Ja, Leute, die eine Rute liegt immer noch draußen. Da hat dann der schon wieder gebissen. Also jetzt scheinen die Kumpels wieder da zu sein. Es war mal wirklich eine kleine Beißflaute. Aber die scheint völlig vorbei zu sein. So, hier haben wir zum Abwechslung mal keine Brasse, sondern Muster. Sieht komisch aus, das Tier, was da dran hängt. Leute, jetzt guckt euch doch mal den Fisch an. Also so richtig auf Güster lässt er sich nicht einordnen. Keine Ahnung, was könnte das sein? Schreibt es mal in die Kommentare. Sieht aus wie eine Güster, hat Schuppen wie eine Rotfeder. Hat auch rote Federn, keine Ahnung. Vielleicht ein mega Rotfeder-Güster-Mischmasch-Hybrid, keine Ahnung. Wer das richtig einordnen kann, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Auf jeden Fall ein schöner Fisch. Können Sie mal die Rute richtig auf den Ständer legen? Da trellert er die andere schon wieder ab. Absolut kranker Angel da heute. Wieder ab hier vorne. Also, der dritte Fisch, den ich jetzt verliere. Komisch. So Leute, ich habe hier mal eingepackt, die Kollegen da, keine Ahnung was die treiben, die fahren hier wilde Manöver, also es macht nicht viel Sinn mehr zu angeln hier. Ja, die drehen jetzt schon das zweite Mal hier in der Buhne und ja, ich habe hier genug Fisch gefangen, habe jetzt noch eine andere Mission, seht ihr aber in einem anderen Film, nämlich Mission Elbewaller. Ob mir das gelingt, werden wir sehen. Ich ziehe jetzt auf jeden Fall hier um
Ah, die drehen schon wieder so, seht ihr, also ja, wenn du da die Ruten liegen hast, kann ich die alle 2 Minuten rausholen. Und ich glaube nicht, dass das sehr fischfördernd ist. Vielleicht ist es auch gerade gut, weil Sauerstoff ins Wasser kommt, keine Ahnung. Wie gesagt, ich ziehe um, ich habe hier mehr wie genug Fisch gefangen, hat echt Spaß gemacht wieder mal an der Elbe. Ja, also so eine Tage hat man an der Elbe nicht immer, aber ja, ich habe mal wieder einen von den Tagen erwischt. Ja, ansonsten tippitoppi. Macht einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Das ist Angeln. Macht's gut. Ihr auch. Haut rein.